Du kümmerst dich täglich um deinen Körper. Kümmere dich auf die gleiche Weise um die Bedürfnisse deiner Frau. Fühle die Schmerzen und die Krankheit deiner Frau und freue dich über ihre Gesundheit, als wäre es deine eigene Gesundheit. Strenge dich an, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ob finanzielle, emotionale oder körperliche. So liebst du sie, wie sie wirklich geliebt werden möchte. Riskiere dein Leben, um deine Frau zu helfen oder sie zu retten. So hat es auch der Messias getan. Er hat sein Leben gegeben für Menschen, die ihn nicht geliebt haben. So sollst du deine Frau auch dann lieben, wenn sie dir keine Liebe zeigt. Wenn deine Frau Hilfe beim Tragen schwerer Gegenstände braucht, tu es. Wenn sie Ruhe braucht, kannst du dich um die Kinder kümmern. Zeige auch durch die Hilfe im Haushalt deine Liebe. Liebe deine Frau, auch wenn sie sich öfters bei dir beschwert und auch dann, wenn sie keine Kinder bekommen kann. Vermeide bittere Antworten, böse Blicke, einen gereizten Tonfall und Ungeduld, denn sie könnten tiefe Verletzungen erzeugen. Schlage sie auf keinen Fall, auch nicht leicht, auch nicht mit Worten, Geschrei oder Drohungen. Vergiss nicht, dass sie ein kostbares Geschenk ist, das Gott dir anvertraut hat. Sage ihr, dass sie etwas Besonderes ist. Erwähne ihre körperliche Schönheit, aber nicht nur diese Schönheit, sondern auch ihre Fürsorge für dich, ihre harte Arbeit, ihre Ehrlichkeit, ihre Barmherzigkeit und ihre Gottesfurcht. Deine Frau wird dabei aufblühen, wie eine wunderschöne Blume. Mit anderen Frauen zu flirten, sie auch nur anzustarren, wird deine Ehe schaden. Jesus, der Messias, sagt, dass lüsterne Blicke bereits Ehebruch sind. Es ist bereits Sünde vor Gott. Durch diese Sünde wirst du mit deiner Frau weniger zufrieden sein und sie wird weniger fühlen, dass sie für dich etwas Besonderes ist. Lass dich alleine von deiner Frau fesseln. Lasse dich in keinem Bereich deines Lebens von solchen Gedanken vereinnahmen. Verleugne ihnen den Zugriff auf dein Herz. Geh ihnen aus dem Weg. So wirst du ein Segen für deine Ehefrau sein. So will es der Allmächtige. Wenn wir ganz ehrlich vor uns selbst sind, dann merken wir, dass wir es nicht von uns aus schaffen, unsere Frauen so zu lieben, wie es der Allmächtige will. Wir brauchen dazu seine Hilfe. Darum können wir ihn bitten. Allmächtiger Gott, lieber Herr, ich habe verstanden, wie du es von mir verlangst, meine Frau zu lieben. Ich will sie so lieben, aber es klappt oft nicht. Bitte komm mir zur Hilfe. Bitte hilf mir zu verstehen, wie ich meine Frau so lieben kann, wie du es sagst.